Eine Familie hat für ihren Umzug nichts vorbereiten können. Stress pur für die Möbelpacker. Emmering bei Fürstenfeldbruck. Icke und Frank vom Team der kräftigen Männer starten heute in der Wohnung einer dreiköpfigen Familie. Für ihren Umzug haben die Klosis nur 2 Tage Zeit und unglücklicherweise hat sich Hausherrin Gabi den Rücken verzogen. Bei dem engen Zeitplan ist das alles nur zu schaffen, wenn die Profispediteure auch schon beim Einpacken mithelfen. Was ist mit dem Bild von diesem Sänger? Robbie Williams. Robbie Williams. Der muss mit. Der Schwarm aller Frauen? Nicht alle, aber viele. Ah. Der muss auf jeden Fall mit. Und ganz vorsichtig einpacken, bitte. So. Dann werden wir uns doch mal den Robbie schnappen. Gibt's da unten eine Geschichte zu dem Bild? Weil so ein großes Bild von einem Sänger. Ja. Waren es da mal auf dem Konzert, oder? Ja, das war das erste Konzert meiner Tochter letztes Jahr. Und da waren wir zusammen. Und wer war da mehr der Fan? Sie oder Ihre Tochter? Von Robbie Williams. Ja? Ach, da nehmen wir uns gegenseitig nicht viel, glaube ich. Zumindest bin ich der ältere Fan von ihm. Also ist das Alter praktisch wurscht, oder? Gut verpackt kann sich Robbie aufs neue Zuhause freuen. Der alte Schlafzimmerschrank bleibt hier. In der neuen Wohnung hat Gabi endlich Platz für einen großen Einbauschrank. Ja, Platz ist immer gut. Wenn man viel Platz hat, ist das super. Ja, allerdings wird er. Wie groß ist jetzt der neue Schrank? Oh Gott, der geht um die Ecke rum. Also ich würde sagen, ist doppelt so groß wie der. Ja, mindestens. Oh, das ist ja super. Da kann sich doch eine Frau ausbreiten drin, oder? Also sag mal doch mal ehrlich, oder? Ich will hier nicht alleine als der Buhmann dastehen. Mein Mann sammelt Hemden und Krawatten und der hat ungefähr, keine Ahnung, aber 100 Hemden bestimmt. 100 Hemden? 100 Hemden und 100 Krawatten. Jeder so, wie er mag, also. Familie Klose freut sich auf immerhin 190 Quadratmeter Wohnfläche. Zurück zu Familie Klose. Allein im Keller stapeln sich schon über 80 Kartons. Der ganze Krempel muss raus. Dabei blicken die Umzugsprofis oft tief ins Privatleben ihrer Kunden. Ein älteres Pärchen, die haben gesagt, alles was ihr so findet, könnt ihr essen. Weil die haben überall so Süßigkeiten, Schalen gehabt, wo irgendwelche Snacks drin waren. Und im Schlafzimmer stand eine recht große Balsenkiste. Die habe ich aufgemacht und habe so erotische Sachen gefunden. Da habe ich sie schnell wieder zugemacht und weggeräumt. Also das sind so Sachen, die man eigentlich nicht finden sollte, aber den Kunden war es wurscht. Der hat sein Späßchen drüber gemacht und dann war die Sache wieder gegessen. Mal sehen, was hier alles auftaucht. Das Speditionsteam rechnet am Ende mit 150 verpackten Kisten. Normalerweise fallen bei einer 80 Quadratmeter großen Wohnung inklusive Keller höchstens 80 Kisten an. So, wir machen das mit dem... Unten wäre jetzt alles soweit klar. Jetzt müssten wir noch wissen, was wir hier noch runter machen sollen oder was jetzt noch eingepackt werden muss, was heute noch stehen bleiben sollte, dass ihr noch schlafen könnt. Couch vielleicht? Die Couch, da lassen, die bleibt? Okay. Wenn es geht, weiß ich die nicht. Die Anlage, was ist mit der Anlage? Könnt ihr einpacken. Können wir einpacken. Keine Musik bis morgen? Brauch's nicht, einpacken. Wie sieht's aus, heute Abend noch Fernsehen oder Kuscheln Nein. angesagt? Kein Fernsehen. Kein Kuscheln angesagt. Oh. So. Eigentlich wohnt hier auch noch Tochter Ann-Christine, aber die ist jetzt in der Schule und kann den Möbelspediteuren frühestens am Nachmittag helfen. Bei Familie Klose hört der Kartonwahnsinn nicht auf. Icke hat sich inzwischen bis in die Küche vorgearbeitet. Das kann alles raus, bis auf die hässlichen Süßigkeiten. Die schmeißen wir entweder weg oder futtern sie heute Nacht, wenn wir keinen Fernseher haben. Oh. Aber also bis auf dieses hier Fach. Lassen. Alles weg. Klar? Weg. Ist ja gut beschriftet, steht ja überall. Genau. Dran. Und das kann auch alles raus. Alles klar. Und das auch. Gut. Die alte Küche in Eiche Rustikal bleibt hier. Nur das Geschirr muss mit. Icke verrät der Hausherrin fürs Einpacken einen Profi-Tipp. Wenn man Teller packt, die sollte man eigentlich immer hochkant in einem Karton stellen. Aus dem Grunde, wenn mehrere Teller übereinander stehen, so im Karton, und man streckt die, dann kann es passieren, dass der unterste immer kaputt geht dadurch. Weil so ein Teller, wenn man den so nimmt, nichts aushält. Den könnte man so jetzt nehmen und einfach zerbrechen. Hat man allerdings den Teller stehend, schafft man es nie, den zu zerbrechen.
Auch beim Verpacken der Gläser kennt Icke den richtigen Trick. Man sollte Gläser, wenn man sie packt, immer stehend im Karton machen, nicht liegend. Weil ein Glas so nichts aushält. Ihr könnt jetzt das Glas nehmen und so zerdrücken. Stelle ich es aber hin und es steht so im Karton, hält es wahnsinnig viel aus. Und noch ein Rat. Wer seine Kleidung nach dem Umzug nicht bügeln will, verstaut sie vor dem Abtransport besser in Kleiderkartons. Bei dem Schrank ist es folgendermaßen, den sollte man nie übers Holz abkleben. Oh, mein Gott. Aus dem Grunde, diese Schränke sind entweder geölt oder gewachst. Und wenn du hier ein Klebeband so raufziehst und du ziehst später ab, kann es passieren, dass du hier einen hellen Streifen hast, weil dieses Wachs an dem Klebeband kleben bleibt. Spätestens nachdem die Anlage abgekabelt ist, hält die 39-jährige Hausherrin nichts mehr in der alten Wohnung. Wir haben gerne viel Besuch und zwar ganz viele Freunde auf einmal. Das ist in der Wohnung halt immer schlecht möglich gewesen. So ab 6 Personen wird es dann doch eng. Und ja, dann dürfen es auch gerne mal 20 sein oder so. In Emmering bei den Kloses rückt endlich die versprochene Verstärkung an. Die Zeit drängt. Morgen, Thomas. Die neuen Packer stellen sich alle namentlich vor. Das schafft Vertrauen. Hier geht jetzt praktisch alles mit, hier auch geht, das Sofa. Und hier geht alles mit, genau. Pflanzen, alles, was jetzt hier zu sehen ist, geht richtig mit. Okay. Für die Crew beginnen jetzt harte Arbeitsstunden im Akkord. 6 Mann für 150 Kartons, da braucht es ein gutes System. Also wir stapeln den LKW immer als erstes mit Kisten voll, dass man, wenn man ausladet in der neuen Wohnung, als erstes immer die Möbel in der Wohnung stehen, wo sie hinkommen, also an ihrem Platz, wo sie stehen sollen im Endeffekt, und dann erst die Kisten aus dem LKW kommen. Weil wenn die Kisten als erstes kommen würden, dann wäre es so, dass man sich zustellt in dem Raum und dann muss man alles zweimal machen. Man muss die Kisten wieder wegnehmen, weil wahrscheinlich da ein Sofa hinkommt oder ein Tisch. Also es ist dann immer eine Hin- und Herräumerei. Damit jeder Millimeter im LKW genutzt wird, ist einer vom Team extra fürs Platzmanagement zuständig. Die anderen schleppen. Gabi und Dieter kämpfen inzwischen seit 10 Minuten verzweifelt mit einem Umzugskarton im Badezimmer. Was ist diese Lasche? Wofür ist die? Ja, die ist dafür da. Pass auf. Normalerweise, wenn du jetzt Bücher hier reinmachen würdest, ja, und du fest hier an, dann kann es passieren, dass der ausreißt. Ja, weil das Gewicht einfach genau, zu schwer ist. Dann klappt man die um und hakt die hier ein. Und dadurch ist der Griff doppelt. Dadurch hast du mehr Gewalt am Karton. Das ist ja gut. Ja, das ist einfach nur, dass mehr Gewicht in den Karton passt. So gefaltet kann man mit diesen Kartons Deluxe problemlos 25 Kilo tragen. Auch beim Abtransport von sperrigen Schränken wissen Icke und seine Männer, worauf es ankommt, um Schäden zu vermeiden. Weil der Schrank, wenn man sich den anschaut, der hat in der Mitte einen Spiegel. Wenn man den Spiegel jetzt praktisch zum Geländer trägt, kann es passieren, dass beim Kurvengehen sich das Geländer in den Spiegel drückt und somit der Spiegel zerplatzt. Also sollte man immer beim Runtertragen am besten die Rückwand zum Geländer tragen. Der Schrank passt durchs Treppenhaus. Nur das Bett kriegen die Packer nicht durch den engen Korridor. Auseinanderbauen kommt nicht in Frage. Das dauert zu lange. Muss doch eine Möglichkeit geben.